Vom Heft Nummer 12, was kann ich für Jesus tun? Das zweite Heft von diesen zwei. Das zweite Heft, das dieses Thema behandelt. Heute die Lektion Nummer 7. Sehr gewagt. Jede Gemeinde braucht einen Lehrdienst. Lektion Nummer 7. Jede Gemeinde braucht einen Lehrdienst. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Kolosser 3, 16. Wieder so ein Vers, das heißt, indem ich hier diesen Vers gelesen habe, ging mir durch den Kopf 1. Korinther 14, 16, 20. Wenn ihr euch versammelt, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder von euch etwas. Und hier auch einer, so ähnlich. Lehrt und ermahnt einander. Ja? Lehrt und ermahnt einander. So ein Beispiel für diese Sache der Gaben, was wir ja gerade besprechen, Gaben, Berufungen und so weiter. Und heute geht es um den Lehrdienst. Das hat jetzt Lehrdienst der Gemeinde mit Epheser 4,11 zu tun. Ja, ganz wichtig diese Frage, weil wir ja momentan diese fünf Berufungen besprechen. In den letzten Lektionen haben wir das gemacht. Ab der Lektion 4 hier die geistlichen Berufungen und so weiter. Letzte Woche hatten wir hier Seelsorger, was ja in der Bibel Epheser 4,11 der Hirte ist, ne? Und Lektion 5 war der Prophet und der Evangelist, was auch in Epheser 4,11 steht, ja. Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und was kommt dann nach Hirte? Lehrer. Lehrer. Und deswegen diese heutige Lektion über das Thema Lehre. Lehre. Jede Gemeinde braucht einen Lehrdienst. Und es geht ein bisschen weiter. Es geht ein bisschen weiter. Jede Gemeinde braucht einen Lehrdienst. Ich habe hier nicht geschrieben, jede Gemeinde braucht einen Bibellehrer, sondern einen Lehrdienst. Deswegen macht euch gefasst auf ein bisschen was anderes, als hier einfach besprechen, ja, was ist denn ein Lehrer und so weiter. Die Frage zum Nachdenken, die ich so immer stelle, damit wir versuchen, das zu übersetzen, ja, auf uns, zu unserer Realität. Wenn der Herr mich zum Gemeindebibellehrer beruft, was soll ich tun? Wie gesagt, berufen, warum heißt es Berufung? Gott ruft uns, Jesus ruft uns, er sagt, du so und so, komm, komm, ja, weil rufen bedeutet komm, komm und arbeite in mein Werk, wenn Jesus dich ruft in dein Herzen und sagt, komm und sei ein Bibellehrer. Was tut man dann? Ich versuche das heute zu beantworten oder nimm das nach Hause und denk darüber nach oder denk das darüber nach während dieser Schulung. Gut, lass mich anfangen mit der Aussage, Jesus war ein Lehrer. Ganz wichtige Aussage, weil das so ein bisschen oder vielleicht oft unter den Teppich fällt, dieser Aspekt der Arbeit Jesu. Weil ja man, wenn man so denkt, was hat denn Jesus getan, tippe ich, dass die meisten sagen würden, ja heilen und Wunder tun und übers Wasser laufen und Brot vermehren und so, aber wer würde sagen, einer seiner wichtigsten Aufgaben war Lehren. Wie viele würden diesen Aspekt hier betonen? Jesus war ein Lehrer. Zum Beispiel, er wurde ja Rabbi genannt von einigen Leuten. Und Rabbi bedeutet Lehrer. Hier die Bibelverse. Ich nenne einfach viele Bibeladressen heute, weil es ja ein Thema ist, was ja vielleicht den einen oder anderen entgangen ist. Deswegen
Beweise ich, meine ich, ich muss das hier beweisen. Wenn ich ja viele Bibeladresse nenne, ist, weil ich meine, dass dieses Thema unbekannt ist und deswegen muss ich das dann beweisen. In Matthäus 4,23, wie in vielen anderen Texten, werden drei seiner wichtigsten Aufgaben erwähnt. Er lehrte, verkündigte und heilte. Hier wieder eine Reihe Adressen, Bibeladressen, wo solche Wörter zusammen vorkommen. Jesus lehrte, verkündigte und heilte. Interessant, dass hier Lehren und Verkündigen getrennt vorkommen. Ja, was ist denn der Unterschied von Lehren und Verkündigen? Werden wir nachher sehen. Ja, und Jesus, okay, wenn wir jetzt festgehalten haben, dass Jesus ein Lehrer war, dass er in den Städten gegangen ist und dort lehrte. Lehrte, verkündigte und heilte. Das heißt, er lehrte. Okay, er war ein Lehrer. Und am Ende seines Dienstes, was hat er gemacht? Er hat gesagt seinen Jüngern, geht hin, macht zu Jüngern und lehrt sie. Und was kann ich daraus entnehmen? Dass Jesus ja diese Aufgabe seinen Jüngern weitergegeben hat. Dass er er hat gesagt, ich war ein Lehrer, seid ihr Lehrer. Wenn er gesagt hat, ne, lehrt sie, das heißt, lehrt die Menschen, die zu Jüngern werden, überall auf der Welt, lehrt sie, das heißt, seid Lehrer, versteht ihr? Seid Lehrer. Deswegen ist auch diese Aufgabe des Lehrens ja übertragen worden zu den Aposteln und zu den Gemeinden. Jetzt werde ich ja 2 Seiten lang über das Thema Gemeindeschule reden. Gemeindeschule, das ist ja was Neues, würde ich sagen. Wie letzte Woche habe ich ja auch ein paar Sachen, wie kann man sagen, erzählt, die ich sozusagen erfunden habe. Das heißt, in der Zeit, wo ich mich ja vorbereitet habe auf diese Schulungen, wo ich das hier geschrieben habe, sind mir, wie kann man sagen, Ideen gekommen, wo ich gemerkt habe, dass ich die hier lehren muss. Und diese Idee der Gemeindeschule ist ja nicht neu. Die gibt es ja in einigen Ländern, wie es zum Beispiel in Amerika oder in Brasilien. Da gibt es sowas, die sogenannte Sonntagsschule für Erwachsene. Und genau das meine ich hier mit dieser Gemeindeschule. Warum meine ich, sowas ist wichtig? Die Gemeinde soll lehren. Warum soll die Gemeinde lehren? Man könnte sagen, ja, schau mal, da gibt es doch ein Bibelseminar, eine Bibelschule. Aber die ersten Gemeinden, die hatten ja keine Bibelschulen und Seminaren. Und wie haben die das dann organisiert? Woher hatten sie ihre Leiter, ihre Ältesten, ihre Prediger und so weiter? Apostelgeschichte 11, 26. Isaias, kannst du? Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Ein Jahr lang haben sie viele Menschen gelehrt. Ein Jahr lang intensiv gelehrt. In der Gemeinde. Ne? In der Gemeinde. Hier diese Betonung. In der Gemeinde haben ganz viel sehr stark gelehrt. Und ja, man fragt sich ja, wie haben sie dann gelehrt? Hatten sie solche Hefte, ne, wie ich hier habe? Ne? Die Frage klingt erstmal so ein bisschen witzig, ne? Weil viele würden sagen, ja klar, die hatten sowas nicht, ne? Damals. Ne? Aber lass die Esther mal hier 2. Timotheus 4,13 lesen. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Karpus ließ, bringe ich mit, wenn du kommst. Auch die Bücher, besonders die Pergamente. 2. Timotheus 4, Vers 13. Und Paulus schreibt zu Timotheus, bringe mit
den Reisemantel und die Bücher. Das heißt, Paulus hatte Bücher, die er dann ja klar benutzt hat zum Lesen, okay, aber dann ne, als Lehrmaterial auch. Ja, wie wir zum Beispiel hier die Bibel benutzen, auch als Lehrmaterial. Es gibt Gemeinden, die ja keine solche Hefte haben. Ja, die benutzen ja die Bibel oder dann andere Bücher oder andere Materialien. Aber das ist einfach mir einfach wichtig, das zu betonen. Ich denke nicht, dass Herr Paulus hier alles, ich sag mal so, nur aus dem Kopf genommen hat, alles auswendig wusste. Okay, er konnte ja ganz vieles auswendig, wie damals die meisten, ne, vieles im Kopf behalten haben, weil ja die Bücher teuer waren. Aber trotzdem hatte er Bücher und die Gemeinden hatten auch Bücher. Wenn er ne, Bücher hatte, dann auch die Gemeinden. Man weiß das von der Geschichte, von den Briefen, die wurden gesammelt. Und auch, ja, das war schon auch eine Gewohnheit der Synagogen, weil die ersten Gemeinden, die haben sich ja ein paar Sachen ja abgeguckt von den Synagogen. Und die Synagogen, die hatten auch diese Eigenschaft, die hatten ja die Bücher. Jesus, der ging in der Synagoge und las vom Prophet Isaias. Ja klar, weil Jesaja, weil die Bücher in der Synagoge ja aufbewahrt und kopiert und gelesen wurden und so ähnlich in den Gemeinden. Auch der Lehrdienst ist eine ernstzunehmende Aufgabe der Gemeinde durch die von Jesus berufenen Lehrer und Lehrerinnen, welche gut organisiert sein und regelmäßig stattfinden muss. Wolfgang, lies mal bitte den nächsten Vers. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Müdigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Römer 15, Vers 14. Erfüllt mit aller Erkenntnis. Ja, wenn die Mitglieder dieser Gemeinde, ne, Rom, ja, erfüllt mit aller Erkenntnis sind, ja, woher hatten die dann diese Fülle der Erkenntnis? Ja, dadurch, dass sie ja gelernt haben, studiert haben, dass sie Schulungen gehabt hatten. Ne? Ja, das ne, Erkenntnis kommt nicht hier, ich sag mal so. Ich habe so ein paar Videos auf YouTube, wo es steht, lerne Englisch, indem du schläfst oder so. Ne? Und da habe ich ja geschlafen und da solche Videos gestellt. Ne? Und am nächsten Tag konnte ich Englisch sprechen, perfekt. Ne? Okay, das war jetzt ein Witz, ne? Weil sowas geht nicht, versteht ihr? Und so auch nicht, man kann nicht erwarten, dass ja Menschen, ich sag mal so, im Schlafen die Bibel kennenlernen. Ne? Ich mag jetzt ein bisschen so witzig, damit ihr das versteht. Dann muss man schon, ja, studieren. Dann muss man schon die Bibel intensiv lesen und auch, ja, in Schulungen teilnehmen, damit wir diese ne, Erkenntnis, erfüllt mit aller Erkenntnis, damit man sowas bekommt. Und deswegen ne, verstehe ich, dass ja im Neuen Testament auch die Gemeinden ihre Schulungen hatten, obwohl es ja so nicht steht in diese mit diesem Wort Schulung, ne? Aber wie hier im Apostelgeschichte 11, 26, ne? Das heißt, die waren zusammen, die kamen zusammen und haben die Menschen intensiv gelehrt. Und ob es jetzt regelmäßig war, jeden Tag um so und so viel Uhr oder mehrere Stunden pro Tag, das steht dann nicht, ne? Aber das war schon eine Sache, die für ihnen sehr wichtig war. Man sieht jetzt zum Beispiel Paulus, der hat ja so lange gelehrt, bis ja spät abends, dass ein junger Mann ne, ja, aus dem Fenster gefallen ist und sich verletzt hat und so weiter. Das heißt, ja, was zeigt uns das? Ja, dass Paulus ja bis sehr spät gelehrt hat. Sehr lange, sehr lange. Ne? Das war wahrscheinlich sehr interessant für die meisten, aber für diesen einen jungen Mann war es vielleicht ein bisschen langweilig oder hat zu viel gearbeitet in diesem Tag oder etwas ganz Schweres gemacht und war müde. Ne? Aber die anderen, die waren, die hatten ja an dieser Schulung, lass mich das so nennen, auf Deutsch, teilgenommen.
Vorher hatte ich gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Verkündigung und Predigt oder Verkündigung und Lehre? Das ist die Frage der nächsten Überschrift, Lehre und Predigt. Ja, einige sagen, ja Rolf, das alles, was du sagst, ist doch Unsinn, weil ja, wir haben doch die Predigt. Wir gehen doch jede Woche zum Gottesdienst und da redet der Pastor halbe Stunde und da lernen wir schon ganz viele Sachen. Ne? Aber da muss ich sagen, nein, hoffentlich ist das nicht so. Warum hoffentlich? Ja, weil ich habe auch schon Gemeinden kennengelernt, wo der Prediger ja eine Stunde lang geredet hat, jeden Sonntag eine Stunde lang, aber dann ist diese Gemeinde ja immer klein. Ja, warum? Wer hält schon eine Stunde Rede aus? Das heißt, in der Hochschule, in der Uni, ja, muss man ja 1,5 Stunden zuhören und das ist total anstrengend. Und das schaffen, ich sage mal so, Leute, die jetzt ein Abitur gemacht haben, die sind das gewöhnt, hier stundenlang immer zuzuhören, wie ein Lehrer redet, aber der durchschnittliche Gemeindemitglied, der hat so viel Konzentration nicht. Der durchschnittliche Bürger, der hat ja nur Konzentration für 10 Minuten vielleicht, 15 Minuten oder so, aber nicht für eine Stunde. Und deswegen ist, ja, sind Predigten, die jetzt total lehrreich sind, total, ich sage mal so quasi wie eine Schulung, ne, nicht gut für die Gemeinde, weil die einfach sagen, so zu langweilig sind. Wenn jetzt ein Besucher kommt zur Gemeinde und dann eine Stunde lang eine Predigt hört, die ja total, ich sage mal so intensiv und lehrreich ist, ne, der sagt, hier komme ich nie mehr. Versteht ihr? Weil man geht ja zum Gottesdienst, ja, um Gemeinschaft zu haben, um ja Gebet zu haben, um Gott zu loben und nicht hier um eine Stunde lang hier eine Schulung zu haben. Versteht ihr? Deswegen, und auch ja, weil in der Gemeinde gibt es verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die Besucher, die frisch Bekehrte, die langjährige Gläubige und so weiter. Und die Prediger, die soll ein bisschen für alle haben. Das heißt, die Predigt, die muss so ein bisschen eine Mischung sein von Lehre, von Ermahnung, von Evangelisation. Und deswegen, wenn sie noch ja eine halbe Stunde ist, ne, dann hat man ja, sagen wir so, 10 Minuten Evangelisation, 10 Minuten Lehre, 10 Minuten Ermahnung. Ja, und das heißt, dann ist es, sind es nur 10 Minuten Lehre und dann ist es ja zu wenig. Versteht ihr? Dann ist es ja zu wenig. Und deswegen verteidige ich, plädiere ich für die Idee, dass der Lehrdienst außerhalb des Gottesdienstes geschehen soll. Außerhalb des Gottesdienstes, wie wir das jetzt machen, am Freitagabend. Ne, außerhalb des Gottesdienstes, wo jeder, der hierher kommt, weiß, dass wir hier zwischen einer Dreiviertelstunde oder eine Stunde uns konzentrieren werden auf ein Thema und uns vertiefen werden. Und okay, wer an diesem, ne, wer hierher kommt, er weiß das, er ist vorbereitet und die das sowas nicht aushalten, die kommen halt nicht. Oder es gibt auch Leute, die ja vielleicht schon 20 Jahre im Glauben sind und das alles hier schon wissen und so weiter. Die brauchen das nicht. Ja, warum sage ich sowas? Ja, weil es verschiedene Stufen des Glaubens gibt. Und nicht alle brauchen Jüngerschaft. Es gibt Leute, die ja schon weiter sind. Ne? Und deswegen ist es ja auch wichtig, diesen Lehrdienst zu haben, damit man das auch teilen kann. Die Menschen, die jetzt frisch zum Glauben gekommen sind, ne? Die brauchen ja zuerst mal getauft werden und einen Taufkurs machen. Und die Leute, die jetzt vor kurzem getauft wurden, die brauchen jetzt die Jüngerschaft. Und die schon die Jüngerschaft gemacht haben, die brauchen dann Mitarbeiterschulung. Versteht ja, jeder braucht was anderes. Und deswegen sollte man das ja in einem, ich sag mal so, getrennten Moment machen. In Brasilien machen das die Gemeinden am Sonntagmorgen. Der Gottesdienst in Brasilien ist sonntagsabends, der, ich sag mal so, der öffentliche Gottesdienst ist sonntagabends und dann sonntagmorgens diese Sonntagsschule für Erwachsene, wo man sowas macht, so eine Jüngerschaft und auch andere Schulungen.
Jetzt kommt eine Frage, wie stellt man den Lehrdienst in der Gemeinde auf? Jedes Mitglied einer Gemeinde hat Anrecht auf eine solide Jüngerschaft, reichliche Mengen an geistlicher Milch, was bedeutet, die Lehre zu bekommen in einer dem Frischbekehrten angepassten Weise. Ja, und umgekehrt auch. Ne? So der Frischbekehrte, er hat einen Anspruch an eine Lehre, die er verstehen kann. Und einer, der schon länger im Glauben ist, einer, der schon ein Diakon ist oder ein Ältester oder so, der braucht eine andere Art von Lehre, eine Vertiefung, eine Mitarbeiterschule und so weiter. Deswegen ist ja diese Schule, die muss ja dann auch, wie jetzt eine ganz normale Schule, da gibt es die verschiedenen Klassen, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, achte, zehnte und so weiter, die verschiedenen Klassen, ja warum? Weil jeder Schüler braucht etwas anderes nach seinem Alter. Wer älter ist, der braucht einen Stoff, was ja auf die anderen Stoffen in den früheren Jahren aufbaut. Das heißt ja, im ersten Jahr lernt man ja hier die Buchstaben oder so, im zweiten Jahr lernt man dann andere Sachen, ja, die aufbauen. Zuerst einmal 1, nein, 1 plus 1 und dann 1 minus 1 oder und so weiter. Und es geht immer tiefer. Man fängt ja nicht mit dem 1 mal 1 an im ersten Jahr, sondern mit dem 1 plus 1. Ne? Und so weiter. Und so auch in den Gemeinden, dieser Lehrdienst der Gemeinden. Gemeinden, die diesen Dienst nicht ausreichend machen, verlangsamen die geistliche Reifung und Entwicklung der Mitglieder, was ein Schuss ins Knie ist, weil die Entstehung zukünftiger Mitarbeiter verlangsamt wird. Es gibt Gemeinden, die sagen, ja, diesen Lehrdienst, sowas ja, brauchen wir nicht. Die Leute ja hören auch die Predigt oder so, die gucken sich ja ein paar Videos auf YouTube oder lesen ein paar Bücher. Was ist dann die Folge von so einer Denkweise? Die Folge ist ja, wie gesagt, dass die Entstehung zukünftiger Mitarbeiter verlangsamt wird. Dass die Gemeinde dann später sagt, oh, warum haben wir so wenig Mitarbeiter, so wenig Älteste, so wenig Diakone und so weiter. Ja, weil man in der Vergangenheit sich nicht die Mühe gegeben hat, die Menschen zu lehren. Und diese geistliche Reifung der Mitglieder verlangsamt. Weil wenn die Menschen, ich sage mal so, auf sich gestellt werden, so wie jetzt ein Kind, wenn man einem Kind sagt, du darfst jetzt jeden Tag, hier hast du einen Schrank voll Nutella und voll Brot und voll Milch, und nimm dir, was du willst, verstehst du? Dann wird es, ich sage so, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, sich ja ungesund ernähren und wird nicht gesund aufwachsen. Und so ähnlich die Gemeinden, die sagen den Mitgliedern, Leute, Gott segne euch und schaut euch ja Videos auf YouTube, liest Bücher und irgendwie wird es schon gut gehen. Ne? Versteht ihr, das ist nicht richtig. Das Richtige ist hier zu sagen, hier, wir machen hier eine Liste von Themen, die wir denken, wir meinen, dass diese Themen wichtig sind für jeden Frischbekehrten, und wir nehmen jetzt uns die Frischbekehrten vor und studieren wir diese Themen. Ne? So ähnlich wie jetzt in der Hochschule, da gibt es die Themen, die Fächer, die Hochschule sagt, wenn du jetzt einen Abschluss willst, dann musst du ja durch diese Fächer hier, okay, es gibt hier einige, die man wählen kann, aber die meisten sind ja vorgeschrieben, du musst das machen. Und einige sagen, ja, es gefällt mir nicht, egal ob es dir gefällt oder nicht, damit du den Abschluss hast, musst du das haben. Und so ähnlich, ja, im christlichen Leben gibt es Sachen, die uns nicht gefallen, wo wir sagen, dieses Thema interessiert mich nicht, ja, aber wir brauchen das, damit wir vollkommene Christen sind. Müssen wir, ich sag mal so, von den wichtigsten Themen ja alles mal betrachtet haben. Und viele denken, ja, 156 Themen, ne? Ja, 12 Hefte sind 156 Themen. Das ist so viel, ne? Dann sage ich, nee, 156 Themen, das ist total wenig im Vergleich, wie viele Themen man hier machen könnte. Man könnte hier tausende Themen
haben bei Bibelschulungen. Und deswegen sage ich ja, diese 156, das sind nur die ganz wichtigen, die ganz, ganz wichtigsten. Und deswegen sage ich immer, bitte verpasst keine Schulung, weil das ist ja nur die Sahne. Deswegen, ne, das ist ja das Fundament. Geistliches Wachstum geschieht durch einen Mix von Theorie und Praxis. Diese beiden Bereiche sollen gefördert werden. Ne, Theorie und Praxis. Das heißt, so versteht ihr, in jeder Ausbildung muss ja die Theorie und die Praxis sein. Der Auszubildende kann ich sagen, hier, gib mir hier die Bücher, ich studiere die mal durch, morgen mache ich hier die Klausur und dann habe ich meine Ausbildung. Dann wird der Ausbilder sagen, so geht das nicht, so geht das nicht. Das heißt, es ist eine Mischung. Du lernst ein bisschen die Theorie und dann übst du das in der Praxis, machst du da in der Werkstatt deine Experimente und so. Und dann schaust du, ob das funktioniert hat und dann lernst du wieder ein Stück und dann wieder Übung und so weiter. Und so ist es im christlichen Leben. Und deswegen ist die Gemeinde der beste Ort, um so eine Gemeindebibelschule zu haben. Weil, ja, ich sag mal so, wenn man jetzt zu ein Seminar geht, ne, dann studiert man ja jeden Tag einige Stunden, vielleicht 4, 5, 6 Stunden jeden Tag. Dann studiert man, studiert man, studiert man, studiert man. Ne? Und okay, am Wochenende geht man dann nach Hause oder zur Gemeinde oder so. Das heißt, dann hat man jetzt total wenig Zeit, um das Gelernte zu durchkauen sozusagen. Aber wenn jetzt man in der Gemeinde so eine Bibelschule macht, so eine Gemeindebibelschule, dann studiert man hier eine Stunde, wie wir das hier machen, eine Stunde, und dann hat man ja die ganze Woche, um das, was wir gelernt haben, nachzudenken. Ja? Wie man so sagt, wiederkauen, ne? Im übertragenen Sinn. Das heißt, immer wieder nachzudenken und das wirkliche Umsetzen in der Praxis. Deswegen, ne? Das sind Argumente, um das zu beweisen. Eine Gemeindebibelschule ist wichtig, ist ideal, ist optimal. Hat viele Vorteile. Bedeutung einer Gemeindeschule. Dann würden einige sagen, ja Rolf, aber schau mal, in der Gemeinde gibt es viele Leute, die ja ungebildet sind, die nur hier Hauptschule haben zum Beispiel. Die sind ungebildet. Was sage ich da dazu? Jesus hat seine Jünger gerufen. Und er hat nicht gesagt, Petrus, Johannes, welchen Abschluss habt ihr? Habt ihr hier Gymnasium oder so, Hochschule? Alles klar, dann kommt mir nach. Und wenn die gesagt hätten, nee, wir haben hier nur Hauptschule, dann hätte Jesus gesagt, oh, leider, ne? Leider ist er zu wenig für mich und so, ne? Für meine Ausbildung erfüllt ihr nicht, ne, die Voraussetzungen oder so. Nee, Jesus hat es nicht gesagt, das hat er dann gemacht, ne? Er hat auch nicht gesagt, egal, folgt mir nach, guckt ein bisschen zu. Ne? Nein, er hat gesagt, ich werde euch beibringen. Jesus hat sie gelehrt. Jesus hat jeden genommen, egal welche Bildung er hatte, aber er hat sie gelehrt. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin ungebildet. Ja, kein Problem, aber dann wird, ne, Jesus dich bilden. Es gibt Leute in Brasilien, die jetzt ja Analphabeten waren, als sie sich bekehrt haben. Und dann hat man denen gesagt, ja, du musst jetzt die Bibel lesen. Was haben die dann gemacht? Ja, die haben dann gelernt, lesen und schreiben. Durch die Bibel. Ja, warum? Weil die Liebe zu Jesus sie bewegt hat. Die haben gesagt, ich liebe Jesus und ich brauche jetzt diese Bibel lesen. Und dann haben sie, ne, wurden sie gebildet ja quasi durch die Bibel. Solche Fälle gab es auch. Selten, aber gab es auch. Auf der nächsten Seite, der nächste Satz ist ja ganz wichtig. Ihre Lehren und Sekten entstehen bei Menschen, die nicht genügend Kenntnis haben. Ne? Nachvollziehbar, oder?
Der direkte Weg zum Irrlehrer werden ist, unbelehrbar zu sein. Versteht ihr, wenn jemand sagt, ich weiß schon alles, ich habe schon die Bibel einmal durchgelesen, ich kenne alles über Gott. Ne? Das heißt, ich kann das total nicht nachvollziehen, versteht ihr? Ich kann das nicht nachvollziehen, dass jemand sowas sagt. Aber der große griechische Philosoph, wie der hieß, ich denke, da war der Plato oder so, wenn ich jetzt nicht falsch liege, der hat gesagt, ne, umso mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, wie viel ich nicht weiß oder sowas ähnlich. Versteht ihr? Und das ist auch Realität. Umso mehr man studiert, merkt man, wie viel noch fehlt, wie viel man noch nicht weiß. Und wenn jemand sagt, ich kann die ganze Bibel schon, weil ich die jemand schon einmal durchgelesen habe, ne, dann merkt man, dass dieser Mensch ja völlig ignorant ist. Versteht ihr? Und deswegen der direkte Weg zum Irrlehrer werden ist, unbelehrbar zu sein. Weil solche Menschen, die sagen, ich brauche keine Lehre, ich weiß schon alles. Ne? Und deswegen wichtig ist, dass man, ne, dass man erkennt, dass man immer Lernen braucht, dass Lernen wichtig ist. Die Jünger Jesu haben nicht direkt am Anfang ihrer Jüngerschaft losgelegt als Lehrer, sondern erst später. Ne? Sondern erst später. Das heißt, die Jünger Jesu haben am Anfang nur solche Sachen gemacht, wie hier organisatorische Sachen, wie Taufen, das Volk speisen, solche Sachen am Anfang. Nur am Ende, nur nach den 3 Jahren hat Jesus gesagt, macht zu Jünger und lehrt sie. Nur nach der 3 Jahre, das heißt nur nach der Ausbildung. Und ähnlich so, das heißt, wenn man sich bekehrt, muss man zuerst mal lernen, 3 Jahre, ne, oder mehr, das heißt 3 Jahre, wenn es dann so intensiv ist, wie Jesus das gemacht hat und wie ich das versuche hier auch zu machen, ne, dann könnte man sagen nach 3 Jahren, aber normalerweise mehr, aber irgendwann muss auch der Zeitpunkt kommen. Und hier der Autor vom Hebräerbrief hat seine Leser gerügt. Isaias, bittest du? Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehre sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Hebräer 5, 12. Ja. Sogar die Tiere wollen lernen. Deswegen lass uns mal hier unser Lieblingstier mal auch ein bisschen was beibringen. Ja. Sag mal, Garfield, was meinst du? Sind wir Irrlehrer oder nicht? Ne? Halleluja. Kannst du auch Halleluja sagen? Nein. Ne? Na, miau, miau. Ne, Garfield, du willst zur Mama, ne, Kerelle? Gut. Wo sind wir? In Hebräer 5, 12. Und denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet. Versteht ihr? Lehrer sein solltet. Das heißt, die Jünger Jesu am Anfang haben sie nicht gelehrt. Nur nach 3 Jahren. Und hier sagt der Autor von Hebräerbrief, was wahrscheinlich Apostel Paulus war, die Zeit vergeht und man soll ein Lehrer werden. Wie jetzt Schüler in der Schule, die studieren auch und irgendwann machen sie eine Ausbildung und irgendwann werden viele von ihnen auch, ne, Ausbilder oder Lehrer. Die Zeit vergeht, man wächst, man lernt und irgendwann setzt man jetzt aber so auf der andere Seite der Klasse. Ne? Nicht mehr auf dem Stuhl der Schüler, sondern auf dem Stuhl des Lehrers. Das war das Thema Gemeindeschule. Ich mache mal hier eine Zusammenfassung. Gemeindeschule. Gemeindeschule. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich meine mit Gemeindeschule. Das heißt, dass die Gemeinde sagt, wir organisieren Schulungen für die verschiedenen Etappen, für die verschiedenen Arten von Menschen, für die Täuflinge, für die Frischbekehrten, für die Mitarbeiter und so weiter. Es muss nicht ja alles auf einmal sein, es muss nicht ja jeden Sonntagabend sein. Okay, man kann hier am Freitagabend die Jüngerschaft machen und am Donnerstagabend die Mitarbeiterschulung machen, etc. Egal, wie man das macht, aber dass man das organisiert.
dass man sagt, wer wird das machen, wer wird diese Schulungen, diese Schulung, Lehrer dieser Schulung sein, wer wird Lehrer der anderen Schulung sein und so weiter, dass man das organisiert, dass man die Lehrmaterialien organisiert, die man dafür braucht und so weiter. Ja, und das ist so meine Idee, eine Gemeindeschule, dass die Gemeinde sagt, wir wollen, dass unsere Mitglieder gelehrt werden. Ich sage mal so, gezielt gelehrt werden, dass sie, dass man die Gemeindemitglieder ruft und sagt, bist du jetzt ein frisch Bekehrter, wurdest schon getauft? Nein, dann ist dein, ne, dein sollst du zum Taufkurs, oder? Wurdest schon getauft? Hast du schon mal die Jüngerschaft gemacht? Nein, dann ist dein Platz die Jüngerschaft. Verstehst du? So, alles organisiert. Und das nenne ich mal hier Gemeindeschule. Ne? Gemeindeschule in diesem Sinne. Nicht jetzt wie eine Schule mit Räumlichkeiten, mit bezahlten Lehrern oder so. Es geht hier mehr um, ne, hier Gemeindebibellehre, nächste Überschrift. Das heißt, das Älteste das machen. Geschwister, die ja schon länger im Glauben sind, die neu bekehrten Lehren. Gut, zum nächsten Teil unserer Schulung. Gemeindebibellehrer. Lehrdienst und Gemeindebibellehrer. Ganz wichtiger Vers, 1. Timotheus 5, 17. Ich denke, jetzt ist Esther dran. Ja, Esther. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. 1. Timotheus 5, Vers 17. Ja. Älteste, die in der Lehre arbeiten. Damals war das so. Warum sollte das heute nicht sein? Dass ja Älteste lehren. Viele denken, ja, aber Lehren ist doch eine Aufgabe vom Pastor. Ne? Nein, ne? Auch von anderen. Ältesten, aber Diakonen und egal, ne? Menschen, die jetzt diese Berufung haben. Und darum geht es ja in diesen fünf Berufungen von Epheser 4,11. Berufung. Menschen, die Jesus sagt, mach du diese Arbeit. Egal, ob sie jetzt ein Amt haben oder nicht. Ne? Berufung ist ja unabhängig vom Amt. Hatten wir schon so oft studiert. Ein Beispiel, ein Vorschlag, was ja vielleicht so ein bisschen helfen kann, vielleicht auch nicht. Es gibt ja Geschwister, ne, Brüder und Schwestern, die vielleicht Lehrer in einer Schule sind, die Erfahrung haben. Und man könnte denen sagen, ja weißt du was, du lehrst doch schon in der Schule. Wie wäre es, wenn du hier in der Gemeinde hier eine Jüngerschaftsschulung ne, machen würdest? Ne? Ein Vorschlag, muss nicht sein. So eine Idee. Ne? Oder jemand, der hier Professor in der Uni ist oder und so weiter. Ne? Könnte man vielleicht einsetzen. Am Anfang. Weil im Laufe der Zeit wird die nächste Generation von Gemeindelehrern in der Gemeinde selbst ausgebildet. Ja klar, weil ja am Anfang denkt man, ja, wer nimmt man, ne? wen könnte man hier nehmen als Gemeindebibellehrer und so. Aber im Laufe der Zeit, wenn ja diese Gemeindebibelschule wirklich ja anfängt, dann fangen die Leute zu lernen und dann lernen sie ein Jahr, dann lernen sie zwei Jahre, dann lernen sie drei Jahre und plötzlich ne, werden einige von denen sagen, weißt du was, ich habe schon ja drei Jahre lang gelernt, ich habe schon eine Ahnung, ne? Ich kann selber schon hier die neuen was beibringen. Versteht ihr? Das heißt, im Laufe der Zeit werden die Gemeindebibellehrer, diese Älteste, in der Gemeinde selbst geschult. Weil dann kommen dazu noch diese Mitarbeiterschulungen und so weiter, auch in der Gemeinde, so ist meine Idee. Und dann werden die in der Gemeinde selbst ausgebildet. Aber am Anfang, was kann man machen? Auf externe Schulungen und Fortbildungen zurückgreifen und Gästelehrer, ne? Wenn man sagt, oh, wer könnte hier in unserer Gemeinde die Jüngerschaft machen? Weißt du was, wir laden ein hier von dem Nachbardorf oder von dem Nachbarstadtteil einen Bruder, eine Schwester, die das machen könnte in unserer Gemeinde. Ne? Zum Beispiel hier Gäste, Redner oder Gästelehrer.
Am Anfang. Ja, die Gemeinde ist der beste Ort für das Menschenlernen, weil Jesus hat gesagt, lehrt sie alles tun. Und darum geht es, dass Menschen lernen, wie man ein Christ wird. Und in einem Seminar, in einer Hochschule, was ich ja nichts dagegen habe, aber nur, dass wir, ich möchte, dass das hier fördern, dass die Gemeinde mehr lehrt, dass man ja mehr Lehre in der Gemeinde hat. Da gibt es diesen Vorteil, lehrt sie alles tun, hat Jesus gesagt, lehrt sie alles tun. Das heißt dann, man soll fördern, dass die Menschen bessere Christen werden, besser Jesus gehorchen, besser die Bibel folgen. Und die Gemeinde ist der beste Ort, weil dann lernt man eine Stunde und dann hat man die ganze Woche zu Hause oder in der Arbeit und so weiter die Zeit, um nachzudenken. Das Ziel solcher Gemeindeschule ist nicht, eine theologische Hochschule zu sein. Ja, viele denken, Rolf, du möchtest die theologischen Hochschulen abschreiben, du willst sagen, dass man die nicht mehr braucht. Nein, nur ich möchte einfach betonen, dass es ja mehr unter der Sonne gibt. Das heißt, mehr verschiedene Sachen gibt, dass ja auch Mitglieder der Gemeinde gibt, die jetzt hier keine Theologen werden möchten, sondern nur Gott mehr dienen, als sie tun. Und dafür brauchen sie Schulungen für diese, ne, wie gesagt, diese Älteste, die in der Lehre arbeiten. Sondern die geistliche Befestigung der Mitglieder zu gewährleisten und die örtlichen Mitarbeiter ausbilden, zum Beispiel Diakone, Älteste, lokale Evangelisten, Jüngerlehrer und so weiter. Ja? Das heißt, es gibt ja ganz vieles, was die Gemeinde braucht, was die Gemeinden heute sehr wenig haben. Die Gemeinde haben ja Älteste, aber vielleicht sind diese Älteste noch zu wenig ausgebildet. Oder Diakone, viele Diakone wissen gar nicht, was ein Diakon machen soll. Oder hier lokale Evangelisten. Es gibt Leute, die evangelisieren wollen, aber die haben ja zwei linke Hände, weil die ja nicht geschult wurden. Oder Jünger, Lehrer. Es gibt Leute, die jetzt die Jüngerschaft machen wollen, die wissen gar nicht, was die Jüngerschaft ist und so weiter. Deswegen diese Gemeindeschule. Lass mal sehen. Gut. Wie wird man zum Gemeindelehrer? Ja, wer die Berufung erkannt hat, sich in der Lehre zu betätigen. Wie gesagt, man hört, Jesus sagt, komm und arbeite in der Lehre, in der Gemeinde. Ja, und dann gibt es Leute, die dann durchbrennen und sagen, so, Jesus hat gesagt, ich soll ein Lehrer sein und ne, fangen an zu lehren, wissen gar nichts. Ne? Deswegen sage ich immer, meine Berufung ist wie ein Same. Ist wie ein Same. Und Same muss wachsen. Ohne Same können wir keine Pflanze haben. Ohne Same geht es nicht. Ohne Berufung geht das nicht. Wenn Jesus nicht sagt, tue das in meinem Werk, dann sollte niemand was machen. Aber umgekehrt, ne, geht auch nicht. Wo man sagt, hier habe ich den Samen, so jetzt will ich die Frucht. Ne, geht auch nicht. Das heißt, es muss gepflanzt werden, es muss, ne, gepflegt werden und so weiter und so ähnlich. Wenn jemand hört, arbeite als Lehrer in meinem Reich. Ne, wenn Jesus ruft, ja, dann muss man sagen, okay, was muss ich dann tun, wenn ich anderen lehren will, ja, muss ich selber wissen. Ne? Ein Lehrer muss ja immer mehr wissen als die Schüler, normal. Deswegen, wenn jemand ein Lehrer sein will in der Gemeinde, muss dann auch selber hier die Schulungen besuchen, ne? Und Tagungen und so weiter. Ne? Viele Bücher lesen, ne? Viel, viel lesen, die Bibel sowieso. Ne? Solche Sachen. Hier als Helfer eines erfahrenen Lehrers anfangen. Wenn die Gemeinde jetzt so eine Schulung schon hat und jemand möchte später ein Lehrer werden, dann kann er sagen, Herr Lehrer, dürfte ich Sie assistieren, ne? Dürfte ich Sie helfen in
als ein, ne, Assistenten, Lehrer sozusagen, ne? Ein Beispiel, sowas, ne? Was jemand tun könnte, wenn er merkt, Gott will, dass ich ein Lehrer sein. Fange mit leichteren an, zum Beispiel Taufkurs, ne? Wenn jemand jetzt schon getauft wurde, Jüngerschaft gemacht hat und denkt, ja, was könnte ich machen? Ja, wie wär's, ne? Taufkurs. Taufkurs ist viel leichter als Jüngerschaft. Und Jüngerschaft ist leichter als Mitarbeiterschulung. Deswegen immer nach unten gucken sozusagen. Welche Stufe habe ich schon hinter mir? Da könnte ich mal, ja, ansetzen. Ja, weil man jetzt auch den Inhalt kennen muss. Das heißt, wenn jemand jetzt Lehrer der Jüngerschaft werden möchte, ja, dann wäre es ja von Vorteil, dass er schon auch an diesen Schulungen teilgenommen hat als Schüler, versteht ihr? Was das Leben von Gemeindelehrern ziemlich erleichtern kann, ist fertiges Lehrmaterial, weil die meisten solcher Gemeindelehrer berufstätig sind und nicht viel Zeit haben, jede Woche von Grund auf eine Schulung vorzubereiten und viele Stunden dafür zu investieren, liefert das fertige Material den Inhalt vorgekaut, in Klammern, so dass in circa einer Stunde ein erfahrener Gemeindebibellehrer sich genügend vorbereiten kann. Ja, warum habe ich ja diese Hefte gemacht? Ja, genau mit diesem Ziel. Ja, ich selber brauche so ein Heft nicht, aber wer braucht dann einen solchen Heft? Ja, wie hier. Jemand, der berufstätig ist, aber möchte sowas machen, so eine Schulung durchführen, dann hat er so ein Heft und er muss sich nur vorbereiten, diese Schulung hier lesen, zu Hause lesen, die Bibeltexte aufschlagen, vielleicht hier ein bisschen forschen, ein paar andere Bücher gucken, was die sagen über dieses Thema. In vielleicht ungefähr eine Stunde kann er sich vorbereiten für diese Schulung. Aber stellt euch mal vor, wenn jetzt dieses Material nicht gäbe und man müsste sich ja gänzlich vorbereiten, das heißt, das alles hier selber forschen, herausfinden, ne? Dafür bräuchte man ja ganz viele Stunden, ne? Ich sage mal, aus eigener Erfahrung, weil ich das hier geschrieben habe. Das heißt, wie viele Stunden habe ich gebraucht, um das hier zu schreiben? Deswegen, ja, das vorgefertige, das fertige Material ist total hilfreich. Versteht ihr? Man hat hier ein Material, man muss ja nicht nachdenken, was werde ich, ne, lehren, welches Thema werde ich lehren, man muss das nicht denken, weil ja alles schon vorgegeben ist. Man muss nur schauen, welche ist unsere nächste Schulung, ist diese, ich lese mal die durch, mache mir Gedanken, lese die Bibeltexte, bete und lese ein paar andere Artikel und Bücher und so. In einer Stunde kann ich mich vorbereiten, um so eine Schulung zu machen. Das heißt, auch Menschen, die berufstätig sind, können im Lehrdienst arbeiten. Ja, durch dieses Lehrmaterial wird solches ermöglicht, versteht ihr? Deswegen meine Anstrengung, dieses Material vorzubereiten. Damit niemand sagen kann, ja, aber ich habe ja, ne, nicht die Zeit, um hier 6 Stunden jede Woche mich vorzubereiten auf eine Schulung und so. Ne? Nee, ist alles schon vorgegeben. Nächste Seite, Lehrmaterial und Bücher. Wenn jemand zum Glauben kommt, müsste er sofort eine Bibel und ein Buch Vorbereitung auf die Taufe oder Kern des Evangeliums in die Hand gedrückt bekommen und einen Termin für die erste Schulung. Die Zeit nach der Bekehrung ist gefährlich, deswegen sollte die Gemeinde solche Materialien zur Verfügung stellen. Es ist völlig unakzeptabel, dass wegen 5 Euro eine Seele verloren geht. Ja, hier müssen alle Amen sagen, ne? Das gesäuberte Haus, das sind die frisch Bekehrten, muss schnell besetzt werden. Lass mal sehen, ich denke, jetzt ist Wolfgang dran, ne? Wenn der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst. Sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste. Lukas 11, 24-26.
Dieser Text, ja, durch diesen Text will Jesus einfach betonen, wie wichtig das ist, dass dieses Haus besetzt wird. Was ist dieses Haus? Ja, im übertragenen Sinn, ein Mensch, der zum Glauben gekommen ist. Wenn jemand sich bekehrt, ja, dann geht, ich sag so, geht Satan raus von ihm, gehen die bösen Geister raus von ihm. Aber wenn dieser Mensch dann, ich sag mal so, Gott nicht sucht und sich nicht bemüht, erfüllt vom Heiligen Geist zu werden und am Ball zu bleiben und wirklich, ne, da festzuhalten am Glauben, dann kann es vielleicht so kommen, dass diese Person dann schlimmer wird als vorher. Das heißt, Jesus will einfach sagen, Leute, strengt euch an, das Haus in Klammern zu besetzen. Das heißt, wenn jemand zum Glauben kommt, braucht dieser Mensch Begleitung, Lehre, Gemeinschaft und Hilfe und so weiter. Deswegen hier, ne? Wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand zum Glauben kommt, müsste er sofort eine Bibel und ein Buch Vorbereitung auf die Taufe oder Kern des Evangeliums in die Hand gedrückt bekommen. Ne? Das heißt, du hast dich bekehrt, jemand sich bekehrt hat, hier, übermorgen gibt es hier eine Schulung, eine Jüngerschaftsschulung oder einen Taufkurs und du kommst und fängst an, deine Schulungen zu haben. Ja, weil auch ein Mensch, der zum Glauben kommt, muss merken, die Gemeinde ist eine Schule. Die Gemeinde ist ja nicht nur ein Ort, wo man betet und Gemeinschaft hat und Brot bricht, sondern es gibt auch die Lehre der Apostel. Ne? Apostelgeschichte 2, 42. Gemeinschaft ist gut, beten ist gut, Brot brechen ist gut, aber die Lehre ist auch wichtig. Gemeinde ist ein Ort der Lehre. Das heißt, wenn man sich bekehrt, sofort hier Taufkurs machen. Nach dem Taufkurs sofort Jüngerschaftsschulung machen, damit, ne, damit wirklich dieses Haus besetzt wird. Es ist völlig unakzeptabel, dass wegen 5 Euro eine Seele verloren geht. Versteht ihr? Wenn man anfängt, ja, aber wer wird das bezahlen? Oder so eine Bibel kostet und so. Wenn man damit anfängt, ne, dann, ne, ist es ja egoistisch und so. Wenn jemand zum Glauben kommt, sofort hier eine Bibel, ne? Und auch die Bibel ist ja ein bisschen gefährlich, ja, weil man, ne, welcher frisch Bekehrter fängt dann an, die Bibel zu lesen, hier von 1. Mose oder so. Deswegen ist es auch wichtig, hier vielleicht ein Neues Testament ein bisschen besser als eine Bibel. Oder hier, ne, eine Schulung ist noch besser. Bibel und Schulung, ne, weil man dann anfängt zu erklären, was die Bibel bedeutet. Und jetzt zum Schluss dieser Schulung eine ganz wichtige Frage, die ihr vielleicht nicht so gemerkt habt. Was passiert? Ja, wenn, ja, weil wenn jetzt eine Gemeinde eine so eine Bibelschule macht, ja, so eine Bibelschule ist ja gar nicht kompliziert. Du brauchst nur 3 Klassen haben, ne? Das heißt die Taufkurs, die Jüngerschaft und die Mitarbeiterschulung. Du musst ja nur 3 Abende haben, ja, Mittwochs, Donnerstag und Freitags oder so. Oder am Samstagmorgen, egal. Aber wenn du sowas hast, was hast du dann als Ergebnis? Dann hast du nach 4 oder 5 Jahren das Ergebnis, dass du ja ganz, ganz viele Mitarbeiter hast in der Gemeinde. Das ist das Ergebnis. Ja, wenn du die Leute ja von der Taufe an immer schulst, jede Woche schulst hier, ne, eine Stunde lang hier pauken, ne, wie ich das mache, dann hast du nach 3 oder 4 oder 5 Jahren eine Menge Leute, die ja geschult sind. Und alle wollen etwas tun. Der eine will ja einen Taufkurs leiten, der andere will eine Jüngerschaft leiten und der andere will predigen, der andere will den Gottesdienst leiten, der andere will Musik spielen, der andere will das. Ja, jeder will was machen und am Ende hast du ja mehr Könige als Volk, verstehst du? Ne? Habe ich so erfunden, dieser Satz. Ne? Und wer verstanden hat, wie die Schule funktioniert, wird merken, dass in wenigen Jahren ein großer Überschuss an Mitarbeitern entstehen wird. Dass diese Arbeitskraft nicht tatenlos bleiben soll, ist klar. Die überschüssigen Kräfte müssen, um Konflikte zu meiden, in der Gründung von Tochtergemeinden in nahen Stadtteilen verlagert werden. Und ihr erinnert euch an einen Satz, was ich schon öfter genannt habe, ein total wichtiger Satz, wo ich sage, ja, Gott will, dass es in jedem Stadtteil, jeder Stadt der Welt
eine gute Gemeinde sein. Ja, versteht ihr? Das habe ich gesagt. Es steht nicht in der Bibel, habe ich selber erfunden. Denke, ist richtig, dieser Satz ist richtig. Und deswegen das hier. Wenn eine Gemeinde ja viele Mitarbeiter hat, viele Mitarbeiter ausgebildet hat, ja klar, dann kann man einige von denen, drei oder vier von denen, nehmen und sagen, so, jetzt geht ihr zum Nachbardorf oder Nachbarstadtteil und fängt dort eine Gemeinde an. Und ich denke, so ist auch der Weg, wie man dieses Ziel erreicht, dass es in jedem Stadtteil, jeder Stadt der Welt eine Gemeinde sei. Nur so. Das ist so ein organischer Modell. Die Mitarbeiter, die wachsen, die werden geistlich reif in der Gemeinde durch Lehre und durch Theorie und Praxis. Und plötzlich denken sie, so, aber wir haben so viele Mitarbeiter in dieser Gemeinde, ja, was machen wir, ne, damit wir nicht streiten, damit nicht jeder sagt, aber ich wollte das machen und so weiter. Nee, wir brauchen eine neue Aufgabe. Im Nachbarteil, Stadtteil gibt es Leute, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Ne, und da mieten wir einen Raum und fangen da was an. Ne. Und so, wenn jede Gemeinde so tickt, so denkt, dann werden ja in kürzester Zeit, in 10 Jahren, ja, ganz, ganz viele neue Gemeinden entstehen. Amen, Halleluja. Ich lese mal die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Warum muss die Gemeinde eine Gemeindeschule haben? Reicht es nicht, dass die Denomination ein Seminar oder theologische Hochschule für Gemeindeleiter hat? Frage Nummer 2. Wie schwer ist es, ein Gemeindebibellehrer zu werden? Und Frage Nummer 3. Welches ist die Verbindung von der Gemeindeschule und der Entstehung von neuen Gemeinden? Halleluja. Amen.